Absolut scheiße gelaufen von uns, weil wir das Spiel verloren haben, weil wir alles versucht haben, mindestens noch einen Punkt rauszuholen, aber das Glück uns heute irgendwie verlassen hat und insofern, ja, keine schöne Sache. Viel Aufwand betrieben und am Ende stehen wir leer, mit leeren Händen da. Wir haben Moral bewiesen, aber dafür können wir uns im Moment nichts kaufen. Wie gesagt, viel Aufwand betrieben und keinen Ertrag rausgeholt. Zwei Gegentore, die waren vermeidbar, die haben wir kassiert. Wir haben aber, ich denke, auch in der ersten Halbzeit versucht, den frühen Rückstand wieder gut zu machen. Haben es auch geschafft und dann waren wir vielleicht ein bisschen auch zu forsch, nicht clever genug, um mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause reinzugehen, machen Fehler. Gegner hat es eiskalt ausgenutzt und die zweite Halbzeit, denke ich, da brauchen wir nicht viele Worte verlieren, hat einfach Glück gefehlt. Wir sind gelassen, nüchtern, wir werden auch das Spiel entsprechend intern besprechen und werden uns auf den nächsten Gegner genauso akribisch vorbereiten und versuchen, im nächsten Spiel dann zu kommen. Ich kann keinen Vorwurf machen, die Mannschaft hat gekämpft, hat alles versucht Überzahlsituationen zu schaffen. Wir waren nach 35 Minuten mit einem Mann mehr. Haben auch uns da Torchancen rausgespielt, aber das Ding wollte einfach nicht über die Linie heute. Und solche Spiele gibt es, ne? Und da müssen wir uns jetzt den Mund abwischen, nicht die Köpfe hängen lassen, nach vorne gucken und versuchen, die drei Punkte wieder woanders zu holen. Das Ding reinhauen, das ist einfach so, wenn du die Möglichkeit bekommst. Und das haben wir nicht getan und deshalb geht der Sieg ja auch in Ordnung für Union Berlin. Wir bereiten uns aufs nächste Spiel wieder genauso vor wie immer und müssen, wie gesagt, diese Niederlage schnell aus den Köpfen bekommen, die Köpfe oben behalten. Wie gesagt, das ist kein Selbstläufer hier. Hier war der eine oder andere vielleicht auch schon wieder in anderen Sphären unterwegs. Und so ist das halt im Fußball. Ne? Und weitermachen. Wir hätten natürlich heute gerne gewonnen. Ich glaube, es wäre drin gewesen. Und wir haben nicht nur vor der Überzahl sehr, sehr gut gespielt, sondern auch eben danach. Wir haben bis zur letzten Minute gerannt, gekämpft. Und ich glaube, wir können uns heute nicht viel vorwerfen, außer dass wir zweimal unglücklich agiert haben. Und ja, nächsten Donnerstag geht es weiter und da wollen wir die Punkte holen. Wir haben den Rückstand, beide Rückstände gut weggesteckt. Haben an uns geglaubt, weil wir eine gute Mannschaft haben und ich denke, jeder hat heute gesehen, dass wir alles dafür getan haben, aber irgendwo das Quäntchen Glück im allerletzten Pass oder im Abschluss gefehlt hat. Ich denke, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, das muss uns wieder weiter Selbstvertrauen geben, wir wachsen immer mehr zusammen und ich denke, das hat man heute gesehen, dass wir spielerisch eine gute Mannschaft sind und jetzt fahren wir nach St. Pauli und holen uns da die Punkte zurück.